Hallo zusammen, Michi ist wieder heute und schon wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich heute so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute geht es um ein Toy, welches wir hier aus Patch 9.2 erhalten können. Und zwar habe ich das jetzt hier schon einmal rausgesucht. Das ist einmal hier Handvoll mysteriöser Früchte. Und dieses können wir über eine Kiste erhalten. Die Kiste befindet sich hier hinten auf den Koordinaten 47, 95. Die Problematik ist, dass wir in dieses Gebäude, wo die Kiste drin ist, erstmal nicht reinkommen. Wir müssen nämlich dafür Folgendes machen. Wir müssen ein paar Mobs töten, und zwar Nascenter-Diener. Die sind hier in dem Teichgebiet hier. Und die müssen einen Buff drauf haben. Und zwar Schöpfungskatalysator-Überladung schimpft sich die. Und diesen Buff müssen wir kriegen. Heißt, wir müssen diese Diener töten, wenn sie von diesem Ding hier aufgeladen sind. Heißt, wir pullen die jetzt einfach mal. Hauen die schon mal ein bisschen runter. Und sobald die den Buff haben, müssen wir sie töten. Die haben immer nur ganz kurz den Buff drauf, deswegen müssen wir da ein bisschen gucken. Am besten mit weniger Dots arbeiten. Hier, jetzt hat er gerade den Buff gehabt. Ah, okay, ich habe es gekriegt. Seht ihr, jetzt haben wir hier einmal den Buff drauf. Und sobald wir den Buff drauf haben, müssen wir jetzt noch ein paar weitere von diesen Dienern umbrezeln. Ja? Und zwar insgesamt 5 Stück, dass wir 5 Stacks von diesem Buff haben. Und sobald wir 5 Stacks von dem Buff haben, müssten wir einmal hier in die, in das Gebäude reinkommen. Und dann einmal diesen Schatz looten. Ich mache das jetzt hier gerade mit ein bisschen low-equipteren Twink, weil ich das mit Main schon gemacht habe und da nicht ganz gecheckt hatte. Ah ja, ich wollte ja da noch ein Toy-Video zu machen. Jetzt gucken wir mal, dass wir die hier weckern. Ich hoffe, ich rip da jetzt mit dem Twink nicht. Müsste ausgehen. So, wir haben 4 Stacks, 5 Stacks. Gut. Dann laufen wir jetzt einmal rüber. Und jetzt müssten wir nämlich die Tür aufmachen können, die vorher verschlossen ist. Ne? Ihr habt jetzt nur relativ kurze Zeit, um da rüber zu kommen. 30 Sekunden. Also schaut ein bisschen, dass ihr euch dann sputet. So, die Tür ist jetzt nicht mehr verschlossen, sondern die können wir jetzt einfach aufmachen. Dann können wir rein und da hinten liegt dann einmal auch der Schatz dran. Das machen wir dann auf. Und dann schauen wir mal, was der Schatz hier kann, beziehungsweise dass das Toy hier kann. Handvoll mysteriöser Früchte. Benutzt, Spielzeugkiste hinzugefügen. Genießt alle, genießt die Früchte eurer Arbeit. Okay, das machen wir doch mal. Einmal hier lernen. Wir kriegen übrigens auch nochmal so einen Chef-Kochhut für unseren kleinen Diener. Den können wir dann nachher vielleicht auch nochmal lernen. Gut, dann schauen wir mal. Wo haben wir die Früchte? Früchte hier. Ah, wir schmeißen dann so einen Haufen Früchte um uns rum. Ja, ist ganz nett, ne? Nichts Weltbewegendes. Den Hut können wir auch noch lernen, den können wir uns gerne auch nochmal anschauen. Und zwar können wir hier als Option die Kochmütze noch anziehen. Ja, ist auch ganz nett, ne? Haben wir noch ein bisschen, können wir uns ein bisschen abheben von den anderen Leuten. Und ja, das war es eigentlich schon mit dem kleinen Toy Guide. Wie gesagt, die Kiste befindet sich hier ganz unten in der Zone Serra Mortis, Koordinaten 47, 95. Und einfach die Typen killen, bis ihr den Buff habt. Dann könnt ihr hier die Tür aufmachen und euch das Toy holen. Viel Spaß beim Nachspielen, euer Tela. Bis zum nächsten Mal. Ciao.